FIFA 17, Folge 70. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, willkommen ja, zu diesem, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, eigentlich erfolgreichen Ausblick, was den Aufstieg betrifft, aber irgendwie so dieser Krampf aus den letzten 5 Spielen, dass wir einfach um unser Leben spielen können und keinen Sieg hinbekommen. Auch Villa patzt irgendwie, aber wir haben jetzt schon 13 Unentschieden, was nicht schlecht sein muss, aber ich dürste nach einem Sieg jetzt langsam aber sicher und mal nach einem Aufschwung. Und ja, ich werde alles dafür tun. Der Vorstand beschwert sich über irgendwelche Finanzen, wo ich mich frage, worum geht es denn jetzt eigentlich gerade? Weil Finanzen habe ich jetzt eigentlich gut gemanagt. Nur glaube ich, dass das Game das noch gar nicht richtig registriert hat. Aber ich versuche einfach weiter im Text zu gehen. Ich mache weiter Donnarumma auf jeden Fall. Weiter im Text, würde ich sagen. Ich weiß nicht, Huddersfield, eigentlich muss man mit meinem Punkt zufrieden sein. Die hatten ihre Chancen. Aber ich hätte es so gern gewonnen, um an Aston Villa ranzukommen. Ganz ehrlich. Obwohl man, wenn man überdenkt, wie gesagt, wie stark die waren und wie viele Chancen die hatten und dass uns Leute gefehlt haben. Ja, Nationalabrufungen oder Berufungen, also in der Innenverteidigung fehlte Clark und so weiter. So gesehen haben wir es gar nicht schlecht gemacht. Gute Frage, was könnte ich da? Vielleicht Hanley, der könnte mal wieder was vertragen. Das scheint vielversprechend. Also wisst ihr, was ich meine? Man kann gegen Huddersfield auswärts mit einer geschwächten Stammelf schon einen Punkt holen. Wir hätten auch verlieren können oder unentschieden oder was heißt unentschieden? Also ihr wisst, was ich meine. Also das Unentschieden müssen wir eigentlich oder könnten wir eigentlich auch zufrieden sein. Also wir hätten auch verlieren können. Das ist, glaube ich, eine Tatsache. Auf jeden Fall. Ich mache weiter Callback. Ich will gucken, ob ich den aufgewertet bekomme. Vielleicht mal ein leichtes Training. Vielleicht kriegt der das hin. Ich glaube, das Spiel davor wäre vielleicht ein Sieg drin gewesen. Aber die haben so auf Abwehr gespielt. Ja, jetzt will er es aber jetzt zurzeit wissen, dass er nicht aufgewertet wird, gell? Jetzt macht er es aber auch mit Absicht, habe ich gerade das Gefühl. Gute Frage. Vielleicht mal zwei Stürmer machen. Ich mache jetzt nochmal Rashford. Was haben wir denn hier noch? Das sieht gut aus. Ich will den irgendwie aufgewertet kriegen. Ist nämlich nicht mehr weit. Wir brauchen jetzt mal wieder einen Sieg. Ich meine, ein Unentschieden, man kann das auch positiv sehen. Und ein Unentschieden, na endlich. Ein Unentschieden ist keine Niederlage. Aber das ist. Ich würde einfach gerne Zweitligameister werden. Ich weiß auch nicht, wie ich euch das sagen soll. Deswegen bin ich, glaube ich, auch zurzeit so enttäuscht, wenn ich spiele und es nicht klappt. Boah, gute Frage. Weiß ich nicht, wen ich da jetzt nehmen soll. Mitrovic, oder? Warum nicht? Mache ich selten genug. Machen wir mal das. Ich meine, wie gesagt, Huddersfield, man kann auch zufrieden sein mit einem Punkt. Muss man, glaube ich, auch. Muss man, glaube ich, auch. Aber dieses Birmingham, die haben halt voll auf Abwehr gespielt. Was soll ich machen? Na, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, ich habe gleich nochmal ein Training. Könnte sein, weil ab Dienstag gibt es nochmal ein Training. Fürchte ich. Jetzt wollte ich gerade bremsen. Jetzt wollte ich nicht bremsen. Egal, Pressekonferenz, die halten wir natürlich ab. Ja, ich bin wieder der Meinung, motivieren, oder? Der Bericht für die Jugend, glaube ich, hebe ich mir für die nächste Folge auf. Das kann ich dann immer noch glotzen. Weiß gar nicht, ob Training war, aber ich konnte nicht rechtzeitig bremsen. Aber ja, Aston Villa hat noch nicht gespielt. Vielleicht spielen sie oder sowas. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt erstmal nach der Mannschaft schauen. Die ist ja verstellt. In Anführungsstrichen. Da muss wieder Clark rein. Und hier muss Hanley wieder rein. Dass das wenigstens wieder passt. Das ist jetzt wieder korrekt. Sonst, hier hat sich ja nichts verstellt, meines Wissens. Nicht wirklich jedenfalls. Nope. Okay, das passt auch alles. Ja, das ist okay. Ich weiß nicht, ich kann den Gegner nicht richtig einschätzen. Aber ich denke, es ist hier nicht ohne. Also, was wir wissen, ist, dass sie erst 0 einen Punkt abgerungen haben. Ich glaube 0-0, wenn ich nicht täusche. Hinspiel war. Tja, wie war's denn, das liebe Hinspiel? 2-1 gewonnen. Okay. Von der Tabelle stehen sie. Glaube ich, in unserer Nähe oder sowas, oder? Das weiß ich gar nicht. Hä? Warum sehe ich es denn jetzt nicht? Ah, da unten. Ja, vieles ist nicht 18. Aber das habe ich bei den anderen auch gedacht, wie Huddersfield Town oder sonst was. Deswegen, ja, ich spiele lieber vorsichtig, ganz offen gesagt. Ich spiele lieber vorsichtig. Wenigstens haben wir die Leute jetzt zurück. Ich meine, was man auch nicht vergessen darf im letzten Spiel, das mit dem Schiedsrichter war schon ein bisschen ein Handicap, obwohl es auf der anderen Seite auch nicht mega aufgefallen ist. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So war es jetzt nicht.
Ja, so könnten wir es eigentlich mal machen. Und wieder klassisch spielen. Ich nehme mal Gale mit oder irgendwas Schnelles. Also ich möchte mal was Schnelles mitnehmen. Oder ja, soll ich nochmal Gale eine Chance geben? Komm, ich nehme ihn mal mit. Ach, Guffrau habe ich jetzt noch vergessen wegen Richie. Ja, das muss ich dann außerhalb natürlich auch noch einstellen. Das habe ich noch vergessen. Obwohl ich eigentlich ganz gern auch mal Ameyobi mitnehmen würde. Der Rest, ja, ich bin immer noch. Seit 6 Spielen warte ich darauf, dass ich die Chance habe, mal Gibson spielen zu lassen. Das klappt irgendwie auch nicht. Aber ich glaube, ich lasse sogar mal Kovalenko von Anfang an. De Jong fällt mir zurzeit nicht so richtig. Soll mal der Kovalenko von Anfang an spielen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Weil beim 5-1 war er auch von Anfang an. Ich weiß nicht, spielt Aston Villa? Das ist auch das Einzige, was mich gerade interessiert. Muss ich interessieren. Muss ich interessieren, muss ich ehrlich sagen, wollte ich sagen. Nee, der zeigt mir Aston Villa irgendwie nie an. Das ist ganz komisch. Ich glaube aber schon, dass die spielen werden. Ich glaube aber nicht, dass die mir den Gefallen tun werden, schon wieder zu verlieren. Nichtsdestotrotz, oder gerade deswegen, müssen wir natürlich erfolgreich sein. Auf jeden Fall. Mal schauen. Here we are, everybody, up in Newcastle. Alan Smith has joined me. We're at St. James's Park for this very intriguing fixture today. The match today is Newcastle United to face here Wigan Athletic. Newcastle United got a decent result in their last game. It was away from home, and they drew against Huddersfield Town. No, I mean, a bit unlucky in the 0-0 draw. Forwards had plenty of chances. I think they'll make amends with a win today. Schiedsrichter geht, finde ich. Ja, wenn man so überlegt, so Paul Dummett und so, die haben das gar nicht schlecht gemacht. Ich meine, immerhin zu 0. Immerhin zu 0. So it is extraordinary in this city center stadium. And maybe because of it, where like a goldfish bowl to play here in Newcastle. We haven't won anything domestically since 1955. No, it is incredible. I mean, this place dominates the skyline in Newcastle, and they turn up in their thousands every other week. They're just crying out for a football team that can compete for silverware. Ich bin halt der Meinung, die ganzen Unentschieden sind ja gut und recht. Auch das letzte war ein Kampfpunkt. Aber jetzt brauchen wir wieder einen Sieg. To have two relegations 2009-2016. It's careless, to say the least. Well, it is, and obviously the fans have not been happy with the way the club has been run. Und wer weiß, was uns die Punkte noch bringen am Ende der Saison. Besser als verlieren. Weil oft haben wir nicht verloren. Aber wie oft wird Aston Villa es noch patzen? Natürlich. Wir hätten bis auf einen Punkt rankommen können. Man muss sich das vorstellen. Jetzt ist es gerade mal 5. Also wir haben gerade mal einen bekommen. So wollte ich sagen. Also jetzt möchte ich mal wieder gewinnen. Das ist ja furchtbar. Aber es ist auch ein bisschen Pech dabei gewesen in den letzten Spielen. Wir hatten unsere Chancen so mit von der Linie kratzen und so. Aber wenn es halt nicht läuft, dann läuft es nicht. Wir haben schon eine kleine Krise zur Zeit. Ein Sieg, die letzten 5 Spiele, das ist einfach nichts. Ein Wunder, dass wir immer noch Zweiter sind. Okay, kann man machen. Schade, da war ich selber überrascht ein bisschen. Man verliert auch den Mut so ein bisschen, wenn man... Ja, wow. Man traut sich nicht zu schießen und so Sachen. Das ist aber eine frühe gelbe Karte für ihren Verteidiger. Das war hart, so richtig die Schere gemacht. Unnötig. Direkt werde ich das aber nicht versuchen, das ist mir zu weit. Vielleicht so reinspielen und Kopfball versuchen oder so. Okay, das war gar nichts. Promising build up until das war Lazar. He's got his tackle in and the ball's gone out now. Das war auch Lazar. Spotted well by the defender, cut it out. Wow, das weiß nicht, was sie wird. The advantage with referee quick early in the game to das gibt auch gelb oder was? Give the foul. Alles klar. Da geht's dazu, lässt sich nicht nutzen und sie hauen sich auf die Socken. Es wird dann ein ruppiges Spiel, kann das sein? Aber so brutal, was? Wird es das Spiel? Ja, okay, meinetwegen. Von mir aus, ey. Von mir aus. Von mir aus.
fand es jetzt nicht so schlimm, aber okay, meinetwegen. Da muss er den Stiefel aber jetzt durchziehen, dass er so hart pfeift. Some potential in this move. Newcastle gonna try his luck. Rashford showing here. He's not just a flash in the pan. He's a crash in the box. Tja, warum nicht immer so einfach? Ein paar Pässe und gut ist. Und das war auch nichts Besonderes, der Schuss, aber der da einfach gesessen ist. Jetzt hat es auch lang genug gedauert. Also das erste Tor seit 3 Spielen. Na endlich. Vielleicht wird das wieder mal so ein Kantersieg. Wir können es brauchen. Weil wer weiß, ob die Tordifferenz nicht auch noch wichtig wird. So the first goal, it's 1-0. Buxton. Wer weiß, was Aston Villa macht. Wahrscheinlich gewinnen. Could be dangerous. Defender to it first. Habe ich eigentlich gar nicht hingekriegt. Ich wollte ihn mir erklären. Off to the supporting player. Oh, what bad luck there. It's an own goal. Wow, das ist jetzt das Sahnehäubchen. Well, it is a goal. It is an own goal. I don't think there's much doubt about that, Alan. No, none at all. You're in those positions so often. Also das ist jetzt das Sahnehäubchen auf unserer Krise. Also es ist fast schon witzig. Also es ist fast schon lustig. Ich muss fast schon lachen. Also das ist mehr so ein verzweifeltes Lachen, so ein wahnsinniges Joker-Lachen. It is level. Both sides have scored here now. Tova. Was good progress with this attack. Shots on here. We're going to get a corner here because of that deflection. Wollen nicht hingehen. Now that's a throw. Jesus Gámez. Ja, spiel doch, wenn ich es drücke. Was soll denn das jetzt? Decision is a throw. It was a fair tackle. No wasting time here. Giorgio Shelvey. Aber seht ihr, jetzt habe ich ein bisschen Platz und dann kann ich auch spielen. To get some width into this attack. Defender to it first. Okay. Defending there. Bisschen zu sicher machen wollen, glaube ich, jetzt wieder. Burn. That tackle has got him the ball. This is how they love to play on the break. Got to be. From nowhere to such prominence in a matter of months. Marcus Rashford. He took it with great aplomb, I'm sure. Getting okay. The first goal gave him a confidence so to grab the second chance here. Der war natürlich reingestreichen, meine Frage. And that's a goal well worth analysing again. Und ich habe nicht seine Jubel gemacht, die letzten beiden Tore. Ihr habt es heute nicht gemerkt. 13 Tore. Nice. Ja, ist kein schlechtes Spiel. Aber wieder einmal kann ich nur sagen, 2 Spiele lang 0-0. Und jetzt sind hier schon 3 Tore in, weiß gar nicht, Viertelstunde oder was. Oder 20 Minuten. Manchmal, da könnte man gerade sich denken, was ist das nur? Aber es ist wieder ein Heimspiel, gell? Es ist wieder mal das typische Heimspiel. Ich weiß gar nicht, was Birmingham City war, ob das auch auswärts war, aber ein bisschen zu Hause besser als auswärts, kann man ganz klar sagen. Auch spritziger und gefährlicher und zweikampfstärker und weiß nicht, das ist irgendwie... It's a penalty for Barnsley. A slight delay as the ref clears the defenders. Ja, wow. Das war natürlich ein bisschen perfekt. Oh, he's hit the crossbar. He's missed it. What a chance. 20. Alter Feger. Den habe ich nicht mal mit den Augen so schnell gesehen und der ist dran. Das ist ein gutes Spiel, also. Könnt ihr euch nicht beschweren. Das ist ein bisschen wieder gut machen von den letzten beiden. Ja, jetzt hat man es voll gesehen. Gut, ich meine, das letzte Spiel war auch gut gegen Huddersfield. Das war einfach spannend und einfach ein Kampf. So, was gibt's auch? Was war denn das? Ich habe nach rechts gedrückt. Manchmal ist die Klärung komisch. Das
blitzt und donnert es da immer mehr. Also ich muss gucken, dass ich mich konzentriert kriege. Ich habe keinen Bock, dass mir da irgendwas abfliegt. Da kriege ich mal den Ball hinten raus. Jetzt wieder war einer dran, das ist ein Ecken. Unglaublich. Das hört ja gar nicht mehr auf. Das hört ja gar nicht mehr auf. Jetzt aber. Jetzt raus mal da hinten. Komm. Was soll denn das? That's great defending there, stopping that attack. Excellent interception. Ich hatte schon gespielt für Rashford, aber er wollte nicht. Er wollte nicht. Alles klar, das war es natürlich nicht, was ich wollte. Aber kann man machen. And it's with Newcastle again. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Mm-hmm. Okay, hat er gut gemacht. Das hat er nicht gut gemacht. The opposition have a chance. Moving forward again, and Newcastle United trying to find an opening, not panicking. The shot's on. Well, they've got a corner now. Jetzt macht's aber wieder ein bisschen mehr Spaß und schon hat man mehr Mut und schießt auch mal. Geht so einfach. Schon ist der Mut wieder da. Aua, das gibt auch Kopfweh. Das gibt auch Kopfauer. Weiß nicht, ob es an Kovalenko liegt oder sowas. Also ich halte viel von De Jong, aber es ist schon ein bisschen auffällig, dass die letzten beiden Spiele, wo er von Anfang an gespielt hat, wo es dann gut lief. How frustrating is this for the other team trying to get the touch of the ball? James. Chance to cross it. And in he goes with the tackle. Newcastle's lead being threatened here a little bit. I must say they have got another gear or two to go to, and maybe when they consider this first half at halftime, if that lead is still intact, they'll be trying to raise their game for the second period. Hat er schön gemacht. Ja, das wäre was wert gewesen, finde ich. So schön, wie er das beigespielt hat. Ja, could have got through there, but the defender was absolutely on top of his game. Ah, oh, nee, er lässt sich aufhalten, okay. Well, coming here today, you sense that the home fans expect a victory because they've won the away game against this club they're facing today. It's never quite as simple as that, is it? Well, no, and the losing side will have a point to prove because they really didn't turn up in that first game. That's good support play from his teammates. And he goes for goal with his head. Good work by the goalkeeper. Nein, der da. 4 minutes still to come of added time. Good position. They've worked this attack doch very well. Schon, into a quite a dangerous position now. Well, they've been thwarted here. Das ist kämpfe, wie ihr seht. Preston won the ball well forward. Bisschen hektisch vielleicht. Jetzt ist es ein bisschen ein offener Schlagabtausch. Mit offenem Visier, habe ich das Gefühl. Well, this is halftime, that's the whistle. And 2-1 is the score at this stage. A brilliant first half from this fella. On top of his game out there, and I'm sure he'll be thinking about grabbing his hat-trick in the second half. Ja, Hattrick sagt, da könnte er vielleicht machen. Also das Eigentor von Mbemba war hart irgendwie. Aber das von Herr Rashford, ja, ja, gutes Spiel. Vielleicht zeigt er uns ja an, was Aston Villa macht. Interessieren wird es mich ja schon. Weiß nicht, ob sie es anzeigen. Ich finde sie, glaube ich, gar nicht. Aston Villa. Nee, die spielen halt entweder nicht oder... ich sehe sie nicht. Schade. Abwarten. Ja, ich spiele jetzt mal so weiter. Ich muss irgendwann, glaube ich, Schalke. Lozilla, woher kenne ich den? Aus Duisburg oder sowas? Oder woher kenne ich den Namen Lozilla? Das ist schon gehört aus der Bundesliga. Oder zweite Liga. Ich kenne den, ja. Far below the standards we expect of him. War nicht gut gespielt. War nicht gut gespielt. Good strong tackle. Jack Colback.
Ich glaube, die Idee war gut, aber. Good interception. War ich das? He got the last touch, the defender, so that will be a corner. Jack Colback. And here's the shot. Wonderful save. Had to really reach out for that. Naja. Dieser Bogdan hat, glaube ich, schon mal voll gut gehalten. Ich kann mich an den erinnern. Macht er gut. Wir sollten noch einen machen. Ich habe so ein doofes Gefühl. There was danger, but he's cleared it. This is a good opportunity to put the ball into the penalty area now. Er sollte höher kommen. Ich habe mich selber gewundert, dass ich mit Rashford da nochmal so rankomme, aber so dicht an der Linie irgendwo. Ich will den Ball jetzt hier auch nicht verlieren oder sowas, das muss das sein. Well, they're attacking here. Might be a chance for Newcastle. In quickly. Oh, fast. Well, this is how this team can play. Sustained attacking football, but when they lose it, as they've done now, it's just a risk that they might get caught out. Die spielen echt sehr, was soll ich sagen, gefährlich. Ich bin jedes Mal fast dran. Und mir ist es so lieber, da kann man wenigstens spielen. Also lieber 2-1 oder 2-2 oder sonst was als 0-0, man selber. Kann sich jeder vorstellen, was ich meine. Ja, da reicht dann fast schon. On the attack. Got the tackle in. Well, the tackle there has led to a throw. Jack Colback. And now a throw in. Jesus Gámez. They cope with it well defensively. Das war zu eindeutig, was da wir vorhatten. Jordi Gomez. Ne, wir sollten uns auf dem 2-1 nicht ausruhen, finde ich. Das ist keine gute Idee. Limbering up for the away team. Substitution in the offing. Keine gute Idee. We've reached the app. Ach komm, das war der Ball. And he's given the free kick. Ipswich gegen Wigan, auch nicht schlecht. Ist für uns auch nicht so uninteressant. In their next match in the championship, a lot at stake. I think it might be a bit too much for them. Ja, Xavi macht da oben ein gutes Spiel, obwohl der eigentlich gar kein Flügelspieler ist. Das ist so faszinierend manchmal. Ja, er macht aber ein gutes Game. Ich will ihn gar nicht rausnehmen, obwohl der langsam bestimmt müde ist und halt auch, naja, schon gelb hat. Oh, also mehr kann ich nicht machen. Also wenn das nicht gut gespielt war und schöner Kopfball, dann, also mehr kann ich nicht machen. Zum Glück haben wir schon zwei. Also mehr weiß auch nicht mehr. Das war auch nicht auf den Torwart geköpft und also mehr kann ich nicht machen. Ganz ehrlich, was soll ich machen? Also mehr geht einfach nicht. So überlege ich doch nochmal, also kurz wegen der Auswechslung, ich weiß es nicht so richtig. Die Frage ist was, Tavar erscheint müde, ich mach mal Amiobi rein. Ich glaube, das ist ein Comeback. Endlich wieder da, nach langer Zeit verletzt. Das wird wirklich Zeit, dass der mal wieder da ist. Der Sammy. Konter wollte ich mir jetzt eigentlich keinen fangen. Jetzt nicht. Konter ist nicht. Trying to find a way through here. Probing away. And in goes the cross. Well, they got it wide very well. The chance to get the cross in. But it's not turned out. Hätte ich eigentlich mal geschossen, aber irgendwie wollte nicht. Zu bedrängt. On the attack here. Wow. Was ist da? Also jetzt schwimmst du schon da hinten herum, kann das sein? John Joe Shelby, Jack Colback, Amiobi. He's got his shot off now. Okay, ich dachte, ich schieße mal. Da stand das schon mit der Seele allein. Warum nicht? If you want an indication. These possession statistics tell you about Oh nein, ist doch nicht dein Ernst. Also wenn es ein Sieg wird, dann bin ich ganz froh drüber. Wir brauchen einen. Wir sind zu Hause einfach stark, ich weiß nicht. A slight delay as the ref clears the defenders. Does he pick a spot? Does he go for power? Oh, he's gone for power, but it's straight down the middle and the goalkeeper can't stop it. 74 minutes played. 1-1. Right. Yeah. No doubt about that. Was ist jetzt wieder los? Hand oder was? Substitution for Wigan. Ja, ich wechsle auch mal.
Von wegen Substitution. Aber was ist die Frage? Vielleicht bringe ich jetzt auch noch vielleicht einen frischen De Jong oder so. Ich glaube, das ist nicht unbedingt falsch. Amiobi habe ich schon rein. Und vielleicht doch nochmal Gale mal eine Chance geben. So Kontergeschichte oder so. Probieren wir es mal so. Glaube ich, ist nicht schlecht. Kopfballstarker De Jong vielleicht. Entsprechend vielleicht. Ja, Neckball oder so. Oder. Was ist das? Synchronauswechslung oder? Alles klar. Ja, reißt da noch ein bisschen mehr an mir, ganz ehrlich. Ich wollte nach unten spielen, da war Kolbeck. Aber schon wirbelt ein bisschen rum, unser Amiobi, finde ich. Kann nicht üben. Gefällt mir. Oh, was auch immer. Also ihr müsst doch zugeben, jetzt, obwohl es 2-1 steht, ist es dann nicht von normal bei mir. Wie das Pech auch irgendwo, so ständig auf der Linie und das gibt's doch nicht. Ist doch nicht normal. Der Torwart ist nicht normal und ich habe auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist ja nicht mal so, dass es schlechte Chancenverwertung ist. Es war ja wieder eigentlich gut geschossen, aber ja, ich weiß auch nicht. Was soll ich machen? Ganz ehrlich, was soll ich tun? Kannst du nicht mehr als probieren. Und rausspielen und alles. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Schönes Tor. Gut gefallen. Wolle. Ja, Schelvier macht ein gutes Spiel. Sehr gut. 3-1 the scoreline as we restart the game. Jacobs. Ja, zu Hause läuft so. Wieder hatten wir 5-1, jetzt steht es 3-1. James. Ist auch nicht. Good position. They've worked this attack very well. Into a quite a dangerous position now. Got to be. Muss man auch schon mal haben. Wenn man bedenkt, dass Wigan Athletic, wenn ich das mal so sagen darf, Aston Villa immerhin einen Punkt abgerungen hat. Wenn man das bedenkt. Warte, dass da niemand ist für uns. Ja, stellt euch vor, der erobert den vielleicht oder so. Jetzt hast du mich aber schön vereinmacht. Ja, am besten noch ein Eigentor. Ich wollte dahin. Ja, na klar. Du mich auch. Ja, was habe ich denn jetzt wieder verbrochen? Keine Ahnung, was jetzt das Problem war. Keine Ahnung, habe ich jetzt, mich aufgestützt oder was soll das jetzt gewesen sein? Ja, was? Also irgendwie schwimmen wir da hinten aber teilweise auch rum, das ist auch nicht gerade cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schade, aber hey, 3-1. Was will man mehr? Ganz ehrlich, war okay. Das ist kein Hattrick, aber naja. Muss ja auch nicht sein. Aber ich bin zufrieden. Wie könnte es auch anders sein? 4 Tore von uns. Ja, ihr wisst schon. Ja, war ein guter Sieg. Zu Hause passt es zurzeit. Ich weiß nicht. So gesehen 3 Tore. Ich habe es jetzt auch nicht anders gemacht als in den letzten Spielen. Manchmal ist es einfach komisch. Ich weiß nicht. Schauen wir uns mal die Tore an.
Das 1-0 von Rashford ziemlich früh. Schöne Passstaffette. Und er hat einfach gesessen, was soll ich sagen? Es war nichts Besonderes, aber er hat gesessen. Dann das Eigentor, ja, keine Ahnung, schaut es euch einfach an. Sowas passiert einfach. Sowas passiert einfach. Ich weiß nicht, was er sich da dachte. Er wollte ihn einfach annehmen und klären. Sowas passiert. Dann nochmal Rashford. Das Kovalenko hat wieder gut funktioniert, die zwei zusammen, das ist nicht übel. Vielleicht mache ich das nächste Spiel auch nochmal oder so, ich weiß nicht. Das ist so eine Sache, ich weiß nicht, das klappt bei den beiden irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, wo ist denn das Tor von denen, aber das war ja Mbemba, ich bin schon ganz dahinter. Ja, und dann das 3-1, das war echt schön, hat mir gefallen, so Wolle abgezimmert, sag ich mal. Und kaboom, da drin. Ja, einen tollen Schuss, sehr starken Schuss, da ist nichts zu halten. Also nice, auf jeden Fall. Ja, also ich bin natürlich zufrieden. War auch durchaus verdient. Die Benotung, ich denke, Schärfe, wollte ich gerade sagen, gut, die gelbe Karten hat es vielleicht ein bisschen abgezogen, aber war natürlich richtig gut. Man of the Match, was Kovalenko aber mit 9,3 und Rashford mit 9,0, gell? Also, ja. Irgendwie empfiehlt er sich. Vorsichtig gesagt. Aston Villa hat gespielt und es sind immer noch 5 Punkte, oder? Nee, hä? Ich glaube, sie haben unentschieden gespielt, könnte sein. Also die patzen weiter, oder? Ich weiß es nicht. Wie haben sie denn jetzt gespielt, Aston Villa? Waren doch gerade noch 5 Punkte Unterschied, oder? Ich finde sie jetzt gerade gar nicht. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Aston Villa... Nee, 2-0 gewonnen gegen Norwich. Die haben gewonnen. Ja, war klar, dass... Ausgerechnet Norwich, das ist natürlich ein bockschwerer Gegner. Aber die besiegen sie natürlich, gell? Tja, ausgerechnet Norwich. Jetzt haben sie QPR. Ne, also da haben sie, hoppala, da haben sie gewonnen. Deswegen, ja, sind sie immer noch 5 Punkte. Ja, klar, sehe ich jetzt auch gerade. Also Norwich, auf der anderen Seite, ich kann es nur wieder sagen. Also geil, wie ich es bei Sheffield Wednesday schon gesagt habe. Sie haben mir natürlich aber damit auch irgendwo geholfen, weil ich glaube nicht, dass ich noch in die hellgrünen Bereiche rutsche. Also so gesehen haben sie mir aber auch geholfen. Well. So gesehen haben sie mir auch geholfen. Ja, wir können nur weiter versuchen und probieren und machen. Bristol haut sich da unten ganz schön raus. Hat er denn zwischendurch mal gespielt, unser Armstrong? Durfte er mal ran, oder? Ja, er hat mal gespielt, er hatte 23. Er hat mal gespielt. Ich glaube, er hat sogar ein Tor gemacht, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Hat er 4 schon? Er könnte ihn ruhig spielen lassen. Aber ja, ich würde sagen, so weit, so gut für diese Folge. Da ist auch das Training. Ich hatte schon Angst, dass ich es nicht mehr machen kann. Und da würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin.